Willkommen zur Premiere der Reportage Bayern einzig Söderland von Politik mit C, unserer ersten Reportage, die wir gedreht haben. Lass uns doch mal eine Reportage drehen über Bayern. Da jetzt alle, die aus Berlin kommen, einschließlich mir, wissen, Berliner und Bayern, das geht nicht. Ne? Und, also, warum geht man nach Bayern als Berliner? Natürlich ist die Landschaft super schön, aber man hadert natürlich immer mit Bayern, weil das ist alles ganz anders. Aber wir haben gedacht, das ist schon irgendwie ein interessantes Story. Jetzt kommen wir zur Politik. Dieser Markus Söder schafft es weiterhin, große Teile der Bevölkerung hinter sich zu vereinen. Die CSU schafft das seit 70 Jahren. Und das ist deutschlandweit einmalig. Ne? Das mal auf die Spur zu bekommen, auch, um sich auch mal zu fragen, warum wollen die Bayern eigentlich irgendwie keine Veränderung oder so? Oder warum geben sie sich auch zufrieden mit dem Status quo? Und das seit über 70 Jahren, seit über einem halben Jahrhundert. Das war eine Frage, die hat uns schon irgendwie auf den Fingern gebracht. Und auch einfach mal ein kleines Verständnis davon zu gewinnen, wie ticken denn die Bayern, weil die Bayern ticken ja wirklich einfach anders als die anderen in Deutschland. Und dann sind wir einfach runtergefahren, haben da unsere Dreharbeiten angefangen und da hatten wir auch Höhen und Tiefen, sage ich mal. Also das Interview mit Hubert Aiwanger wird uns, glaube ich, nie aus dem Kopf gehen. Das war wirklich eine sehr interessante Geschichte. Es war trotzdem eine super geile Zeit und ich glaube, wir haben die eine oder andere Aufnahme gut gemacht. Im Nachhinein war das jetzt nochmal in den letzten Tagen wirklich ein harter Kampf, auch das Ganze fertig zu bekommen. Und da auch danke, Robert, an dich, dass wir auch da, weiß nicht wie viele Stunden da gemeinsam gesessen haben, wir gestern bis tief in die Nacht, um da wirklich das alles noch fertig zu bekommen. Aber wir haben es geschafft. Und jetzt steht sie, unsere erste Reportage Bayern einzig Süddeutschland. Deswegen nochmal ein großer Dank an alle, die heute da sind, an Lukas, an Robert, auch an meine Familie, muss man sagen, die dann in den letzten Jahren mir dann doch immer die Freiheit ermöglicht haben, so etwas zu machen und mich etwas weniger der Schule zu widmen. Ich glaube, diese Freiheit muss man auch honorieren. Und ich möchte mich bedanken bei Mathis Feldhoff, den ich gestern noch kurz angeschrieben habe und gefragt habe, ob er nicht Lust hat, unter Umständen, wenn er noch die ein oder andere Minute heute Abend hat, dass die Doku heute vorzustellen. Mathis Feldhoff ist vom ZDF einer der renommiertesten Journalisten Deutschlands, das kann man sicherlich sagen. Er ist Vorsitzender der Bundespressekonferenz und derjenige, der jährlich zum Bundespresseball einlädt, den natürlich alle kennen und zu dem alle wollen, aber nicht alle können. Dementsprechend, lieber Mathis, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute da sind, gekommen sind und sich die Zeit nehmen. Die Bühne gehört Ihnen. Vielen Dank für die Einladung. Ich will Sie gerne nutzen, um mal ein paar grundsätzliche Fragen zum Journalismus zu sagen und vor allen Dingen auch den jungen Filmemachern. Was fasziniert uns denn, und damit meine ich uns politische Journalisten, an dem bayerischen Wahlkampf, an Bayern, an bayerischer Politik? Warum ist bayerische Politik scheinbar interessanter als andere Politik in anderen Bundesländern? Es muss ja irgendeinen Grund haben. Sind die besser, größer, schöner, schneller? Manchmal ja, bei schöner wissen wir es nicht. Das ist ja keine Frage, die uns erst seit diesem Jahr beschäftigt und seitdem Markus Söder seinen Ministerpräsidentenposten verteidigen musste. Ich persönlich berichte seit über 25 Jahren über die Unionsparteien und damit auch über die CSU. Und diese Vorsitzenden dieser Partei, die Machtkämpfe, die Niederlagen und auch die Erfolgsgeschichten in der CSU haben immer sowas, eine Faszination. Diese Faszination, die von dieser Politik ausgeht, das ist ja wie nicht wegschauen können bei einem Unfall, hat Bayern schon immer ausgemacht. Und das nicht erst seit Franz Josef Strauß, aber vielleicht vor allen Dingen seit Franz Josef Strauß. Dann kam Hubert Aiwanger. Grundfragen, Grundsätze, Grundsätzliches der Politik und der Demokratie wurden plötzlich diskutiert. Kann ein Mann, der im Verdacht steht, vor 30 Jahren ein antisemitisches Flugblatt in Schulranzen gehabt zu haben, kann so einer Spitzenpolitiker in einer Landesregierung sein? Kann ein Ministerpräsident,
der stolz darauf ist und auch stolz darauf sein kann, eine besondere Beziehung zu den jüdischen Gemeinden in Bayern haben, so einen Mann weiter als Stellvertreter hat. Was macht das mit der Politik in diesem Freistaat? Kann die Opposition davon in irgendeiner Art und Weise profitieren? Und was sagen uns die Reaktionen der Menschen über den Zustand unseres Landes und unserer Demokratie aus? Und wenn Sie mir eine kurze Antwort auf die letzte Frage als kurzer Ausflug geben lassen wollen, gerade nach dem 7. Oktober und dem schrecklichen Angriff der Hamas auf Israel, auf Jüdinnen und Juden, der Zustand unserer Gesellschaft macht mir Sorgen. Es wird mehr Antisemitismus sichtbar, als Sie das bisher vielleicht geglaubt haben, und das nicht nur auf den Straßen von Neukölln. Viele erinnern sich an diesen etwas abgegriffenen Satz von Hans-Joachim Friedrichs, dem ehemaligen Monsignor der Tagesthemen, der mal gesagt hat, dass man sich nicht mit einer Sache gemein machen soll, auch nicht mit einer guten. Deshalb ist Ruben in seinem, ganz im Sinne seines Podcasts, stilbildend für das, was er da macht. Ich hoffe, dass wir künftig mehr von solchen Typen hören. Vielen Dank. Ja, herzlichen Glückwunsch zum ersten Film von Politik mit Stil. Eine ambitionierte Reportage. Die erste Reportage, tolle Gesprächspartner, kluge Analysen. Und manches kann man auch noch lernen, aber die Macher dieses Films stehen ja erst einmal ganz am Anfang. Ein ganz tolles Projekt. Ich freue mich immer, wenn so junge Menschen so einen Mut haben, einen derartig tollen Film zu produzieren. Und Markus Söder ist, finde ich, sehr gut getroffen, die CSU auch, aber es kommen ja auch die anderen Parteien in Bayern vor. Sehr professionell, unglaublich interessant, sehr kurzweilig, empfehlenswert. Ja, der Film von Ruben Gillian und seinen Partnern, die ja wirklich in ganz jungen Jahren sich auf den Weg gemacht haben und diesen Film produziert haben, der kann sich wirklich sehen lassen. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg und dass wir heute Abend ja ein ganz toller Einblick, der mir da gegeben wurde, auch als Nordrhein-Westfälin, und viele Grüße an Bayern und ja, Ruben Gillian und seinem Team. Toi, 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 ihr macht das richtig super und viel Erfolg für die Zukunft. Um zu sehen, was er bisher geschafft hat und so eine Reportage auf die Beine gebracht habe, ist eine super tolle Sache, und ich wünsche ihm für alles Weitere, was noch kommt, alles, alles Gute. Ja, also spannende Dokumentation, ein bisschen viel Allgäu, ein bisschen wenig Franke, muss ich sagen, als Unterfranke, aber trotzdem wirklich gut eingefangen, die Stimmung, glaube ich, so dass man sich aus der Heimat mitbekommen hatte. Für die erste politische Dokumentation à la Bonheur muss man wirklich den Hut ziehen, und ich hoffe, dass wir noch viele spannende sachliche Dokumentationen sehen werden. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und vielen Dank für eure Mühlen. Ein sehr beeindruckendes Projekt, das Ruben Gillian von Politik mit Stil da mal wieder auf die Beine gestellt hat. Ich bin immer wieder fasziniert, auf welche tollen Ideen dieser junge Mensch jetzt schon kommt. Ich bin gespannt, was da alles noch weiteres folgen wird, und wünsche alles Gute für die Zukunft.